Hi, heute gibt es wieder eine Quick Review von mir und diesmal dachte ich, ich nehme einfach fünf Lavera Produkte und die bezogen auch auf Duschen quasi und was damit so verbunden ist. Und ich habe gerade einfach ein paar Sachen aus meiner Dusche gegriffen, da stehen immer noch ein paar mehr. Insgesamt habe ich, glaube ich, allein in der Dusche fünf oder sechs Lavera-Produkte und deswegen habe ich mich da einschränken müssen. Und wir starten einfach mit dem ersten, was ich unter der Dusche benutze. Und das ist meistens das Shampoo. Das wird vielleicht einen gewundern, aber ich schamponiere mir einmal die Haare und dann gehe ich zum Körper über und dann schamponiere ich mir noch ein, zweimal die Haare. Deswegen, keine Ahnung, ist halt bei mir so. Und zwar ist das hier das Volumen-Shampoo. Das ist schon relativ leer, also in etwa bis hierhin. Und ich weiß nicht, ob man das erkennen kann. So schaut das von nahen aus. Und ich finde es wirklich sehr, sehr gut. Es riecht sehr, sehr frisch und angenehm, schön nach Orange. Und ich mag das persönlich sehr gerne, weil es die Haare einfach ein bisschen mehr tatsächlich glänzen lässt, obwohl da steht Volumen-Shampoo. Ob ich mehr Volumen habe, ich befürchte wirklich, das kriegt kein Shampoo hin bei langen Haaren. Aber ich habe das gemerkt, dass meine Haare nicht so schnell platt sind und vor allen Dingen eben, dass sie so einen schönen Glanz bekommen. Und das ist was, was ich sehr, sehr, sehr mag. Persönlich mag ich aber von diesen normalen Shampoos von Lavera am liebsten das Sensitiv. Das finde ich auch sehr gut. Das ist mein zweitliebstes und ich kann es auf jeden Fall empfehlen. Es ist vegan, es kostet nicht so viel und auch die Inhaltsstoffe sind sehr gut. Das heißt, hier sind nicht so starke Tenside drin. Es sind zwar Kokossulfate noch drin, aber insgesamt ist es schonender zur Kopfhaut und es riecht einfach nur fantastisch, allein deswegen. Und was ich auch toll finde an der Konsistenz von den Kokossulfat-Shampoos, dass die ein bisschen dickflüssiger sind und man wirklich bis zum letzten Rest hier alles rauskriegt, was ich toll finde. Und ja, ob die Verpackung so hübsch ist, naja, ist eine andere Sache. Aber kann ich definitiv nur empfehlen, würde ich definitiv auch nachkaufen. Deswegen, ja, ein schönes Produkt. Unter der Dusche benutze ich derzeit zum Peelen dieses Duschpeeling von Lavera Lime Sensation und ich habe ja schon mal zu dem Deo davon gesagt, von dieser Reihe, dass ich diesen Geruch einfach total liebe. Aber ich bin jetzt nicht der Duschpeeling-Fan. Ich habe das mal nur so zum Testen geholt, weil ich einfach diese Reihe mag. Und hier sind Kieselmineral-Peelingkörper drin, das heißt, hier ist auch kein Plastik oder sowas drin, was nur unnötigerweise ins Meer gelangt, sondern eben Kieselmineralien und die sind schonend für die Umwelt. Der Duft ist toll, frisch, belebend, unter der Dusche sehr, sehr angenehm. Es sind ein bisschen wenig Peelingkörner drin, aber insgesamt finde ich, dass es die Haut relativ angenehm peelt, nicht zu krass und auch halt sehr gut sauber macht. Also man braucht eigentlich, bis auch für bestimmte Bereiche, sage ich jetzt einfach mal, kein weiteres Duschgel. Ich kann es insofern empfehlen, wenn ihr auf Duschpeelings steht. Wenn ihr sagt, ihr seid eher so dieser pastige Peeling-Fan, wo das wirklich so eine feste Paste ist zum Rausnehmen, dann ist das nichts für euch. Da sind einfach zu wenig Peelingkörner drin. Aber wer sagt, bei mir ist so ein bisschen Peelen, aber hauptsächlich Waschen im Vordergrund, dann ist das was für euch. Und wenn ihr einen frischen Duft wollt zum Wachwerden, dann auch. Ich persönlich würde es mir jetzt nicht kaufen. Nachkaufen, weil ich nicht der Duschpeeling-Mensch bin. Also ich stehe mehr dann auf so eine Art Paste zum Peelen. Finde ich schöner. Dann auch noch in der Dusche benutze ich derzeit regenerierende Creme-Öl-Dusche, Bio-Cranberry, Bio-Arganöl für anspruchsvolle und trockene Haut. Festigt die Haut spürbar. Ja, wunderbar, ne? Und ich weiß nicht, ob man das so ein bisschen grob erkennen kann, weil es arg hell ist heute. Das ist fast leer. Und hier sind auch nur 150 Milliliter drin, aber dieses Zeug ist echt total angenehm. Ich hatte mir das im Winter irgendwann geholt gehabt und ist eigentlich eher für ältere Frauen und vielleicht auch Männer gedacht, also für ältere Haut insgesamt. Aber ich finde das total angenehm vom Duft her. Es ist nicht zu frisch, nicht zu süß, nicht zu fruchtig, sondern es ist eine angenehme, wohlige Mischung, muss ich sagen. Und ich weiß nicht genau, wie ich es beschreiben soll. Es ist sehr speziell. Aber vor allen Dingen finde ich, dass diese Creme-Öl-Dusche
absolut die Haut pflegt. Also ich muss mich zwar immer noch eincremen, aber theoretisch eigentlich nicht mehr. Also ich sage mal so, ich habe eine extrem trockene Haut. Und wenn ich, manchmal habe ich sehr trockene Haut an bestimmten Stellen und da muss ich dann eincremen, aber insgesamt müsste ich meine Haut nicht mehr eincremen, meistens an den Tagen, wo meine Haut besser ist, weil das eben so gut pflegt. Also ich finde wirklich, dass es trocknet die Haut überhaupt nicht aus, sondern es hinterlässt sie wirklich gepflegt und das finde ich sehr, sehr schön an dieser Geschichte und deswegen kann ich es auch nur empfehlen. Ist allerdings natürlich auch ein bisschen teurer, aber preislich glaube ich fast genauso wie das Shampoo. Und nachdem ich aus der Dusche komme, ist das erste nach dem Abtrocknen für mich diese Sofortpflegesprühkur von Lavera. Okay, das ist ein bisschen eingestaubt. Die finde ich sehr gut. Ich habe auch noch dieses Haarspitzenfluid, aber wenn ich den Vergleich stelle, ihr habt von dem Produkt länger was. Und das unterstützt eben auch, finde ich persönlich, den Glanz in meinen Haaren, auch wenn es wahrscheinlich für was anderes gedacht ist. Ich weiß gar nicht, für was es gedacht ist. Pflegt, stärkt feines Haar, ja, ohne halt zu beschweren. Das tut es wirklich nicht. Also, wenn ihr das noch in das feuchte Haar gebt, ich schüttel das immer und dann merkt man, dass es dann irgendwann aufgeschäumt ist. Und dann sprühe ich dreimal insgesamt auf meine Haare, aber nicht direkt hier oben auf dem Kopf, weil ich bei allen Sachen für die Haare, so Sprühkörner und so weiter, das nie direkt auf die Kopfhaut gebe, hier oben, sondern eher in die Längen. Und ich mache das dann wirklich so, ich halte die Haare dann so zusammen und sprühe da eher rein und dann kann ich das ein bisschen verteilen und dann auch über die Haare auf dem Kopf gehen. Haare auf dem Kopf, aber ihr wisst, was ich meine, hier oben der Bereich, wo die Kopfhaut ist. Ja, da benutze ich das dann und ich mag den Geruch inzwischen gerne. Am Anfang hat er für mich wie Katzenpisse gerochen, muss ich ehrlich sagen. Das war ein bisschen komisch. Aber ich finde, das geht halt sehr, sehr gut auch mit dem Shampoo hier zusammen. Es ist wirklich nur ganz, ganz leichte Pflege. Ganz, ganz leichte Pflege. Hauptsächlich finde ich persönlich, lässt sich das Haar besser auskämmen. Und das scheint ein wenig mehr und es ist nicht mehr ganz so trocken. Ich habe ja auch Naturkrause, deswegen sind die so ein bisschen störrig an manchen Stellen und gleichzeitig total feine Haare da drin. Ich habe eine tolle Mischung. Ich kann das absolut empfehlen, denn ihr kriegt hier verhältnismäßig zu dem Flut einfach mehr Produkt, habt länger was davon und eine ähnliche Pflegeleistung. Und das letzte Produkt benutze ich dann anschließend, also je nachdem, ich benutze zurzeit auch viele Öle für meine Haut und verschiedene Bodylotions, aber die hauptsächlich, das ist eben das Pendant zu dieser Cremeöldusche und das ist die regenerierende Body Milk für anspruchsvolle trockene Haut eben. Und die ist auch ganz klebrig irgendwie, weil man hat ja dann so cremige Hände, wenn man die Sachen anfasst. Da muss ich sagen, dass es nicht ganz so meins ist. Das ist die reichhaltigste Variante, die ich jetzt persönlich von L'Oréal bislang getestet habe. Die haben für den Sommer immer so eine sehr fluidmäßige, also sehr, sehr dünnflüssig, aber auch trotzdem gleichzeitig sehr pflegend. Die ist wirklich fettig. Also reichhaltig trifft das ziemlich, ja, also es ist doch relativ fettig. Es zieht ein, aber es braucht halt sehr lange. Aber die Haut ist lange gepflegt. Also wenn ich die benutze, muss ich mich danach nicht eincremen am nächsten Tag oder am übernächsten Tag. Also es hält mal locker 2, 3 Tage ohne Schwierigkeiten. Und ob es jetzt die Haut strafft, keine Ahnung, ist mir eigentlich wurscht. Finde ich auch recht gut. Aber es ist reichhaltig fettig. Also wirklich, ich mag dieses Gefühl auf der Haut überhaupt nicht. Weswegen ich mir jetzt die nicht holen würde. Ich fand diese Limited Edition für den Winter ähnlich stark pflegend, aber nicht ganz so fettig wie die hier. Also die ist wirklich ordentlich. Und das war es dann auch schon von mir. Das Video ist ja verhältnismäßig nicht zu lang geworden. Das finde ich gut. Ich habe eben echt das Gefühl gehabt, dass es ewig lang wieder geworden ist. Deswegen, ich quatsche nicht weiter. Ich dachte, es wäre vielleicht mal ganz interessant, so auf den Blickwinkel, was benutze ich in der Dusche danach.
von Lavera, weil das eben einfach eine meiner absoluten Lieblingsmarken ist. Ich mache auch noch ein Naturkosmetik-Quick-Review-Video, falls ihr irgendwie Fragen zu den Produkten habt, weil es ja natürlich recht schnell geht und ich nicht immer alles in meinem Kopf habe und natürlich auch nicht alles runterbeten kann, weil es eh sonst zu lange dauern würde, dann schreibt es bitte in die Kommentare. Und lasst mir gerne auch eine Bewertung da, damit ich einfach weiß, okay, ist es gut, ist es nicht gut? Oder wenn ihr sagt, okay, ich möchte weder einen Daumen hoch noch einen Daumen runter geben, dann schreibt mir gerne in die Kommentare, warum. Das würde ich gerne erfahren, weil ne, sonst kann ich meine Videos ja auch nicht verbessern. Und ja, das war's dann von mir. Wir sehen uns. Bis die Tage. Ciao.